Seit ein paar Wochen mittlerweile schon habe ich einen kleinen Begleiter an meiner Seite beim Fotografieren, der das Fotografieren jetzt nicht gerade einfacher macht oder ermöglicht, aber eine Perspektive schafft, die ich mir nie erträumt hätte. Ihr habt es im Titel mit Sicherheit schon gelesen, ne? Es geht hier um die Insta360. Was für ein grandioses Timing. Wofür diese Kamera gut ist, was sie alles kann, weil es ist unglaublich viel. Ich weiß gar nicht mal, dieses Video wird wahrscheinlich alles in den Schatten stellen, was ich bisher gemacht habe oder sowas in der Art. Das gibt's heute, weil es ist was absolut Grandioses. Ich hätte es vorher selber auch nicht gedacht. Aber let's face it. Hallo. Oft genug brauchen wir als Fotograf oder als Filmer ganz klar auch in irgendeiner Art und Weise eine zweite Kamera, eine interessantere Perspektive oder manchmal halt auch irgendwie mal Behind-the-Scenes-Footage. Weißt du, du bist auf einer Hochzeit, du würdest gerne mal den Leuten zeigen, was weiß ich, auf Instagram oder sonst irgendwo, du bist bei einem Fotoshooting, wie das abläuft, wie man sich sowas vorstellen kann. Wie machst du das? Du brauchst ja dann jemanden, der dein Handy hält oder eine Handyhalterung für an die Kamera und dann kannst du das Handy gleichzeitig nicht benutzen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar gehabt, die hatten eine GoPro an der Kamera, was eine sehr, sehr coole Geschichte sein kann, aber es ist irgendwie auch nicht das Gleiche. Weil oft genug ist es so, die Perspektive ist dann eingeschränkt und es kann echt geiles Zeug bei sowas mit rumkommen, aber ich bin der Meinung, da geht eine Stufe mehr. Was sowohl Vorteile als auch Nachteile habt, ihr habt sie ja in den letzten Tagen, Wochen in meinen Videos immer mal wieder erspäht, denke ich. Jetzt ist das offizielle Video dazu, was kann dieses Ding, was kann dieses Ding nicht. Zuerst einmal ganz klar, sie kann in jede Richtung filmen, was sowohl Vor- als auch Nachteile hat und seine Problematiken natürlich mit reinbringt, dass man jetzt hier, wie in meinem Beispiel natürlich sieht, ich weiß nicht, hier ist nicht aufgeräumt, da liegt irgendwie Klimaanlagenzeug oder das Hundebett mit drin, ohne Hund. Wo ist der Hund? Ah, die pennt da hinten. Man sieht quasi alles. Das ist ein Vor- und ein Nachteil, wie ich finde. Vorteil, ganz klar, ich brauche mir keine Gedanken machen. Es ist sowieso immer in der gleichen Richtung, egal wo ich diese Kamera hinstelle. Sie wird alles filmen, was man sich vorstellen kann. Aber der Nachteil ist natürlich auch, dass ich es mir nachher raussuchen müsste, in welche Richtung das geht. Kann ich natürlich irgendwie mit KI und mit Tracking und dem Handy und sowas in der Richtung das Ganze machen. Ich kann sie auch so einstellen, dass sie einfach immer in die gleiche Richtung geht. Da gibt es eine passende Software dazu. Wir schauen uns die gleich in diesem Video auf jeden Fall an. Doch es ist ein kleines bisschen Aufwand dahinter. Gerade wenn man sie wirklich benutzt wie eine Actioncam. Actioncams bin ich ein absoluter Fan von, weil sie gerne Perspektiven mit reinbringen, die man sonst nicht haben kann, weil man sich vielleicht nicht unter ein Auto klemmen möchte oder weil man halt auch einfach, die sind sehr klein, weißt du, man kommt sehr nah ran, man kann sie irgendwo hin tun und obwohl engster Raum vorhanden ist, in dem man sonst keine Kamera reinbringen würde, geht das. Ist das überhaupt gar kein Problem? Also, das kann das Teil ebenfalls. Es ist wasserdicht. Ich habe es schon beim Hundespielen mit reingenommen und schon ins Wasser mit reingedippt. Wobei, vorsichtig sein, ich habe festgestellt, der Linsenschutz, der mit dabei ist, da läuft gerne Wasser rein. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so der Fall war oder woran es genau lag. Es ist ja auch im Endeffekt egal. Es lief Wasser rein, ohne ist das Teil trotzdem wasserdicht und zur Not einfach das Case nehmen. Also das ist zum Beispiel eine coole Geschichte. Ich kann mir in jede Perspektive kann ich es drehen. Ich kann auch hergehen, ne? Also es ist klar, 8K-Aufnahme, damit ich in jede Richtung theoretisch was 4K-mäßiges rausholen könnte oder mehr. Es ist genug Auflösung da. Also eigentlich ist kein echtes 8K, sondern es geht in die Richtung 4K und in die Richtung 4K und kombiniert in 360 Grad ist dann eine 8K-Aufnahme. Gut. Nur jetzt mal so zur Info. Was kann man damit jetzt alles veranstalten? Naja, theoretisch kann man sie nutzen wie eine Actioncam, bei der es vollkommen egal ist, in welche Richtung man sie ausrichtet. Als Behind-the-Scenes-Aufnahme für auf die Kamera kann ich, habe jetzt gleich noch Zubehör, was ich in dem Moment mit rein empfehlen kann, damit man live beim Brautpaar-Shooting irgendwas mit reinnehmen könnte, damit man beim, ich weiß nicht in welchen Momenten auch immer, alles Mögliche mit reingefilmt kriegt. Und sei es, dass du am Filmen bist und einfach sicherheitshalber was mitlaufen lassen willst,
für den Ton, für zum Beispiel auch Tracking-Informationen, weil das wird ja ebenfalls hier mit reingenommen, hat einen Beschleunigungssensor mit drin. Das habe ich auch schon bei GoPros und Drohnen gemacht in der Kombination. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn man diese Daten eingelesen bekommt, kann man dann andere Aufnahmen stabilisieren, zum Beispiel. Sowas funktioniert. Ich habe YouTuber gesehen, die das einfach als Referenzdaten nehmen, damit man tracken könnte, wenn man irgendwas in eine Szene reinsetzen will oder sowas in der Art. Ne? Man kann es richtig übertreiben, richtig krass draufgehen, aber vom Kerngedanken her, für mich sind es Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Einfach um mal zu zeigen, so ein bisschen Einblicke zu geben in Arbeitsweise, in Hintergründe oder sowas in der Richtung. Und für mich ist es ganz klar eine Möglichkeit, eine Art Action-Cam zu betreiben, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, noch ein zweites Gerät brauche oder sowas in der Richtung, dass irgendetwas damit sein könnte oder dass ich im Nachhinein eine GoPro habe laufen lassen und feststelle, die war die ganze Zeit nicht ganz so in die richtige Richtung. Damit funktioniert es. Lustigerweise, ich habe auf vielen Hochzeiten damit gefilmt, wer jetzt Angst hat von wegen, die Leute haben doch Schiss vor so einer Kamera oder sowas in der Richtung, es wird nicht hinterfragt. Ich bin ja eh der Fotograf, ich habe ja eh eine Riesenkamera in der Hand, ne? Dann fragt auch keiner danach, ob was da oben drauf ist. Du kannst sie ja prinzipiell, klar, die blinkt hier, dass man sieht, dass sie aufnimmt. Das kann man theoretisch auch ausmachen, ist überhaupt kein Problem. Und ich kann halt live jeden Moment in dem Moment mit einfangen. Was ich dann daraus mache, ist wieder eine andere Geschichte. Hier eine Vorwarnung, 8K-Material braucht echt viel Speicher und man filmt halt auch irgendwie in jede Richtung gleichzeitig und braucht ja eigentlich immer nur eine. Könnte man umstellen, auf der anderen Seite, wenn, will ich ja alles haben, will ich ja 360 Grad filmen. Gut, was kann dieses Teil jetzt noch? Zuerst einmal können wir, ich glaube, irgendwie 80 Megapixel RAW-Dateien aufnehmen als Foto. Für Gruppenbilder sieht das grandios aus, wenn man sich irgendwie im Kreis drumherum stellt. Als rein Kamera würde ich es jetzt vielleicht nicht ganz so krass einsetzen, auch wenn ich schon gerne mit einer GoPro fotografiert habe. Sehe ich hier jetzt nicht so extrem, auch wenn es Ewigkeiten dauert, bis diese Dateien mal irgendwie gespeichert werden. Warte. So, wir haben es auf Foto umgestellt, 72 Megapixel und machen wir gerade mal kurz eins. Hat's gemacht. Lädt immer noch, lädt immer noch, lädt immer noch. Jetzt ist fertig. Das dauert schon ein bisschen. Also so sozusagen, ich fotografiere mal schnell ein paar Aufnahmen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Nichtsdestotrotz, daraus könnte man was Animiertes, was Bewegtes machen, was sich dann dreht und sonst irgendwas. Die App von diesem Teil ist absolut grandios. Wir schauen uns nachher noch die Bearbeitung an, was damit machbar ist. Ich blende ja auch immer mal wieder so ein paar Aufnahmen mit ein, dass ihr seht, was dieses Ding kann, wie da zum Schluss das Ergebnis rauskommen könnte. Doch ich möchte noch auf ein paar negative Aspekte eingehen. Zuerst einmal ganz klar, es ist eine Action-Cam in irgendeiner Art und Weise. Es kann natürlich sein, dass wir in Lowlight Probleme bekommen. Da wird auch der Hinweis gegeben, hey, es ist momentan wenig Licht da, bitte geh her und geh mal von der Auflösung herunter, dann komme ich damit besser zurecht. Solche Geschichten sind es zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt nicht übertrieben, es ist richtig gut für so eine Action-Cam, ganz klar, aber nicht mit der großen Kamera vergleichbar. Auf deiner Seite für Behind-the-Scenes-Aufnahmen ist das ja auch vollkommen egal. Ton ist richtig super, also habe ich schon einiges aufgenommen und oft genug habt ihr es in Videos schon gehört und habt es gar nicht mitgekriegt, dass es genau davon gekommen ist. Ein Aufnehmen als Foto für Gruppenbilder. Und Nachteil finde ich jetzt, wollte ich noch mit reinnehmen, neben dem Lowlight ist auch irgendwie das Thema Lensflare. Weil es ist eine 360-Grad-Kamera, ich kann natürlich nichts zwischen rein machen, was einen Lensflare verhindern würde. Das Teil hat überall Objektiv. Ich kann die zum Teil gar nicht hinlegen, weil sie natürlich hier auf einem Objektiv und da auf einem Objektiv liegen würde. Nicht ganz so optimal, aber hält einiges aus. Also ich habe die jetzt schon in den lustigsten Situationen gehabt und schon durch Bäume gezerrt und alles Mögliche im Wasser gehabt und bisher keinerlei Zucken, keinerlei Zicken oder sonst irgendwas, nicht mal ein Kratzer, die abbekommen, die sieht immer noch aus wie neu. Was ich jetzt noch darauf achten würde, klar, die Videos werden gestitcht und alles, was in irgendeiner Art gemacht wird, wird ja irgendwo zusammengeschnitten und da ist natürlich hier eine Art Übergang, dass man vielleicht schaut, vielleicht in der Situation nicht gerade hier mit dem Gesicht zu sein. Interessante Dinge, die genau auf dieser Höhe liegen, können schnell eigenartig aussehen. Allgemein sieht, sobald du hier nah dran bist, vieles eigenartig aus. Und vielleicht kennt man diesen Move, den schon ein paar Leute gemacht haben, von wegen, ich habe dieses Teil im Mund drin oder sowas in der Art. Oder ich habe schon versucht, dass das mein Hund durch die Gegend trägt. Hat leider nicht funktioniert. Sie hat es
Sie wollte nicht. Wahrscheinlich, weil ich es schon im Mund hatte oder sowas in der Art. Ne? Aber solche Szenarien, solche Sachen sind mega lustig. Man kann unglaublich viel draus machen. Doch es geht noch ein bisschen mehr. Denn es gibt tatsächlich zubehörtechnisch einiges mehr, was das nochmal auf eine neue Stufe bringt. Doch vorher will ich auf eine Sache noch eingehen. Denn neben der Funktionalität, dass ich natürlich hergehen kann und kann das als Actioncam einsetzen, als Kamera, als Behind the Scenes, als sonst irgendwas, habe ich die Möglichkeit, herzugehen und das Ding per USB anzuschließen. Und das kann fucking viel. Ich war selber unglaublich positiv überrascht, was hier noch alles machbar ist. Schauen wir es uns an. Denn die Thematik ist, natürlich habe ich die Variante, dass ich hier ganz normal Laufwerksmodus oder sowas in der Richtung mit reinnehme und das zum Beispiel mit einem Smartphone oder mit einem Notebook verbinde, einfach um die Dateien runterzuholen. Ist auch Micro-SD-Karte, ganz normal, wie man es von Actioncams kennt, auch, kann man auch in Kartenleser reinsetzen. So, hier habe ich, da sieht man es, eine passende Auswahl. Diese Auswahl kann ich jetzt benutzen, aber ich kann noch einen Schritt weiter gehen, denn es gibt auch den Webcam-Modus, mit dem ich das Teil hier als Webcam benutzen kann, was imagemäßig, also qualitätsmäßig richtig cool aussieht. Man kann da einiges rausholen und natürlich wird es über das Notebook geladen. Das heißt, ich kann hier einfach auf die Webcam draufgehen. Moment. Und hätte das jetzt hier wie da einfach drin. Das ist jetzt genau live das, was von der Kamera in dem Moment kommt. Auch wenn ich merke, 360-Grad-Ansicht ist manchmal ein bisschen viel. Aber das kann man hier genauso nochmal verändern, dass ich halt sage, hey, es soll mit Gesichtserkennung laufen, dann erkennt er automatisch mein Gesicht und wo er es genau hindrehen soll. Das funktioniert nicht ganz so super. Machen wir es doch mal aus. Und dann haben wir eine ganz normale Bildschirmansicht mit normaler Webcam. Das ist eine Variante. Und jetzt kommt was, was mich mega erstaunt hat, wo ich selber einfach so, ich kann damit mein Notebook laden, wenn ich möchte. So, USB-Modus wechseln, rückwärts laden. Der fragt jetzt, hey, bis zu welchem Akku soll ich denn rückwärts laden? Ne? Hier 20% oder sowas in der Art, komm her. Und da sage ich einfach, klar, let's fetz, aktivieren. Und willkommen in der wunderbaren Welt von USB-C. Mein Notebook wird über die Kamera mit Strom versorgt. Grandios. Klar wird das nicht aufgeladen und klar ist das jetzt keine 400 Watt Stromquelle oder sowas in der Richtung, aber falls das mal notwendig wäre und ich fürs Handy oder für sonst irgendwas was bräuchte, ziehe ich mir das einfach aus meiner Kamera raus, wenn ich sie nicht mehr brauche. Gut, Thema Strom. Wir unterhalten uns mal ein kleines bisschen über das Thema Zubehör, weil da gibt's einiges. So ein Joke wollte ich schon immer mal bringen. Denn für mich gibt's eigentlich, was das Zubehör angeht, zumindest einmal direkt von Insta360 nur zwei Dinge, die wichtig sind. Zuerst einmal, es ist ja standardmäßig so irgendwie so ein Selfie-Stick dabei oder sowas in der Art. Holt euch gerne den Großen. Denn der Große hat den gigantischen Vorteil, auch wenn man manchmal das Problem hat, dass man ihn sieht, weil er natürlich auf einer gewissen Länge irgendwann sich ein bisschen biegt und sowas in der Art, ne? Aber der hat den gigantischen Vorteil, ich kann daraus quasi eine Drohne machen. Ich kann in 3 Metern Höhe mit einer 360-Grad-Kamera durch die Gegend fliegen und auch wenn ich schon mal fast Leute ein bisschen angeditscht hätte damit, weil es irgendwann schwer wird, man kann damit ultra geile kreative Dinge machen. Wie zum Beispiel hier, wo ich einfach hergegangen bin und sowas Third-Person 360-Grad-mäßiges Laufen, grandios, was damit alles geht. Bitte bedenkt, es ist keine eigentliche Drohne und es kann schnell eigenartig aussehen, wenn man sich ein bisschen falsch bewegt. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar coole Aufnahmen. Klar, sowas wie hier so ein Linsenschutz, weil ihr könnt die Kamera nirgendwo hinlegen. Egal, wie ihr diese Kamera hinlegen wollt, sie liegt irgendwie immer auf einer Linse drauf. Und ja, wenn man es seitlich macht, geht's, aber das ist ja nichts Schönes. Deswegen schadet nicht, ist es safe, alles cool. Ist, glaube ich, auch standardmäßig im Lieferumfang einfach mit dabei. Was nicht standardmäßig im Lieferumfang mit dabei ist und ich finde ganz, ganz, ganz wichtig, ist sowas. Wenn ihr euch dieses Ding besorgt, bitte besorgt euch auch ein Ladegerät mit und mal mindestens einen weiteren Akku. Da habe ich auch sehr großen Wert drauf gelegt, weil ich weiß, wie es lief mit den GoPros. Du bist die ganze Zeit, weißt du, wenn du die GoPro nicht mit zusätzlichem Akku hast, sondern musst diesen Akku in der Kamera laden, zwangsweise bist du immer beschäftigt mit entweder laden oder mit filmen und 10 Minuten an Strom, um dann 5 Minuten zu filmen und wieder 10 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Deswegen hier einfach hergehen. Ich habe einen Zusatzakku. Rein damit,
kann ich noch mehrere, kann drei gleichzeitig laden, ist überhaupt gar kein Thema, einfach drin und die lassen sich relativ easy hier einfach austauschen. Zack, fertig, der nächste ist drin, sind wir wieder auf 100%, während der andere lädt und ich kann prinzipiell unendlich lange filmen. Ich muss halt nur gucken, dass der andere währenddessen im Ladegerät liegt. Wird per USB-C betrieben, von daher passt es und kommt in solchen fancy Cases, wo man hier oben auch nochmal eine zweite Speicherkarte mit reinlegen kann, wenn man das möchte. Es gibt jetzt noch Zubehör, was du abseits von dem Zeug, was du bei Insta360 kaufen kannst, noch bekommen könntest. Klar gibt es da natürlich auch noch mehr mit irgendwelchen Unterwasserschutzgehäusen und was auch immer. Kommt halt drauf an, was man in der Sekunde vorhat. Befestigungsmaterial. Glücklicherweise hat die Kamera hier unten eine 5/8-Zoll-Schraube. Das heißt, man kann da quasi alles für benutzen. Und darauf möchte ich jetzt auch hinaus, nämlich mit diesem Teil hier. Ich habe mir das ursprünglich mal gekauft, um einen Monitor auf meinen Blitzschuh draufzusetzen. Das kann ich aber genauso gut benutzen, um die Kamera auf meinen Blitzschuh draufzusetzen und zum Beispiel Behind-the-Scenes-Material auf Hochzeiten in dem Moment zu filmen oder zu fotografieren oder sowas in der Richtung. Das ist eine Variante. Andere Variante, die ich empfehle, muss jetzt nichts von Small Rig sein, aber im Endeffekt eine Klammer auf der einen Seite und eine 5/8-Zoll-Schraube auf der anderen, um diese Kamera eigentlich überall dran zu befestigen. Da kann man mega kreativ werden, wenn man das möchte. Oder man stellt sie halt einfach so hin. Geht ja auch. Als Alternative. Wer es dann ganz auf die Spitze treiben möchte, macht sich das auf beide Seiten, weil diese Schraube ja bei der Stativschraube von der Kamera reingeht. Und von der Kamera reingeht und dann kann man das quasi an die Kameras hier unten so verbinden und hätte auch eine Variante, die richtig cool aussehen kann, wo man nochmal eine ungewöhnliche Perspektive mit reinkriegt. Sowas hier zum Beispiel wäre eine Option, um halt eben nicht alles von hier oben zu filmen, sondern auch von der Seite selber besser drauf zu sein, Motiv besser drauf zu sein oder sowas in der Richtung. Geht alles, ist alles machbar, doch egal auf welchem kreativen Weg und mit welchem coolen Zubehör wir in dem Moment filmen, fotografieren und was auch immer, das ganze Zeug muss ja auch irgendwie bearbeitet werden. Und da kommen wir jetzt zu. Denn es gibt natürlich die Möglichkeit, das auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen zu machen. Wenn du unterwegs bist, kannst du es relativ easy mit dem Smartphone sowohl steuern als auch natürlich die Aufnahmen bearbeiten. So, wenn man jetzt mal hier schaut, das ist jetzt die Live-Aufnahme, naja, nicht ganz live, so ein kleines bisschen ist er verzögert, aber genau das, was die Kamera in dem Moment sieht, mit der Möglichkeit natürlich, das rumzudrehen, da die Modi zu ändern, das Ganze in, keine Ahnung, hier oben die Auflösung zu verändern, was ich möchte. Klar, habe ich ja gesagt, 8K, 430 FPS können wir. Wir können aber auch hier auf 5,7 gehen, um 60 FPS zu filmen oder in 4K sogar 100 bzw. 120 sollte sie eigentlich auch können. Vielleicht habe ich da einfach nur den falschen Modus eingestellt, dass das nur in PAL funktioniert oder sowas in der Richtung. Aber wir haben mehr als genug Möglichkeiten, daraus auch Zeitlupenaufnahmen zu machen, wenn wir natürlich etwas Auflösung hergeben. Da gibt es jetzt ein paar interessante Einstellungen, die ich gerade mal kurz mit euch durchgehen möchte, denn wir können sowohl hergehen und hier in 8K als auch in 5,7K filmen, 5,7+. Das ist im Endeffekt in 8K gefilmt und dann auf 5,7 runter skaliert, dass es nicht so viel Speicher wegnimmt und trotzdem eine ganz gute Auflösung hat. Beides ist nicht wirklich für Lowlight-Situationen gedacht, aber das ist ja eine Thematik, da können wir uns drum kümmern, wenn es mal soweit ist. Wir haben natürlich die Möglichkeit, sowohl im Smartphone als auch in der Kamera, ich mache es nur im Smartphone, dann funktioniert es ein bisschen einfacher, sieht man es ein bisschen einfacher, sowohl hier mit so einem Flat-Look zu filmen, das so ein bisschen log-mäßig ist, als auch natürlich die Möglichkeit, hier unten unterschiedliche Modi mit HDR-Video und Zeitraffer und allem Möglichen. Ich habe da gar nicht mal alles ausprobiert, aber es gibt haufenweise Modi, die uns das Leben natürlich vereinfachen. Auch hier solche Zeitraffer-Funktionen, das ist halt einfach, was weiß ich, ich stelle die irgendwo hin und der macht 360 Grad Zeitraffer, was richtig cool aussieht, wo man dann nochmal so schwenken kann oder sowas in der Art. Das ist schon mega nice. In Video und Foto werden wir uns trotzdem die meiste Zeit bewegen, ne? Also es ist ja im Endeffekt ähnlich aufgebaut wie eine typische Handykamera. Man muss halt nur gucken, wo die Option in dem Moment zu finden ist. Jetzt gibt es hier rechts unten, beziehungsweise auch in der Kamera an der kleinen ähnlichen Stelle die Möglichkeit, sowohl Weißabgleich als auch Belichtung manuell zu steuern, als auch natürlich herzugehen und das Stitching nochmal zu kontrollieren, beziehungsweise irgendwelche Linsenfilter, die man drauflegen kann, nochmal zu verändern. Das können wir hier ebenfalls machen. Das ist aber gar nicht mal das Krasse, was ich euch zeigen wollte. Viel interessanter finde ich eigentlich die Thematik, dass ich meine Bitrate verändern kann. Ich kann einstellen, ob das in normaler Bitrate oder in hoher Bitrate aufgenommen wird, um vielleicht nochmal bearbeitungstechnisch mehr rauszuholen.
Was aber auch irgendwie dafür sorgt, dass das Gerät mehr arbeiten muss, schneller der Akku leer geht, es heißer wird und du natürlich auch mehr Speicher brauchst. Also das ist ja immer so ein bisschen diese Problematik. Je mehr ich aufnehme, man sieht es links oben, 2 Stunden 9 Minuten, gehe ich auf 8K, dann sind es nur noch 1 Stunde 20 und umso weniger Speicher werde ich natürlich zur Verfügung haben, beziehungsweise umso mehr werde ich brauchen. Akkutechnisch hält er eigentlich ganz gut durch. Normalerweise so Stunde, anderthalb, je nachdem, was ich filme und wie lange ich in dem Moment brauche, habe ich schon problemlos gefilmt. Deswegen lohnt es sich auch, einen zweiten Akku mit reinzunehmen. Das ist jetzt Dauerbetrieb. Also nichts von wegen mal kurz mitfilmen und dann wieder weiter oder sowas in der Richtung, sondern das ist wirklich für dauerhafte Geschichten. Okay, kommen wir zur Bearbeitung. Denn ich kann natürlich hier im Album alles, was ich fotografiere oder natürlich auch filme oder sowas in der Art, mir hier runterziehen und entweder hier direkt drauf bearbeiten. Ne? Da sieht man, ich kann mich wunderbar hier in dem 360-Grad-Bereich bewegen und alles Mögliche machen, kann das von hier aus runterrendern. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Vom Grundverständnis her setzen wir uns das einmal hin, sowas in der Art, ne? Erstellen uns da ein Keyframe und können jetzt auf dieser Basis weiterarbeiten. Wir müssen es einmal setzen, das mit den Keyframes ist wichtig, das wird auch noch später interessant, wenn wir das hier in dem Moment am Rechner machen. Das ist einmal gesetzt, hier wird gespeichert, diese Ausrichtung, diese Perspektive, diesen Zoom möchte ich haben, kann ich natürlich mehr oder weniger nochmal verändern, muss aber ständig das Keyframe in dem Moment reinsetzen oder halt hier updaten, damit er das behält. Dann gehen wir irgendwie weiter und wenn wir feststellen, na, da stimmt irgendwas nicht so genau, dann können wir uns natürlich hier nochmal ein Keyframe setzen, gehen ein bisschen weiter, bis wir hier drüben sind und setzen uns hier nochmal eins. Und wenn wir es dann ganz normal wiedergeben, dann sollte er beim Rübergehen einfach das Bild drehen. Das ist der Kontext, das ist der Hintergrund, den muss man mit reinnehmen. Das geht jetzt natürlich nicht nur so, sondern das kann man ja prinzipiell auch, das ist jetzt der Pro-Modus, ich kann das auch KI-gestützt laufen lassen, ich kann das auch tracken, wenn ich das in dem Moment möchte. Sekunde, entfernen wir mal kurz die Keyframes und schauen uns das mal an. Da sieht man hier diesen grünen Böppel, wo er dann schon sagt, so hey, da könnte was Interessantes sein. Wenn ich da drauf gehe, dann trackt er mich vollautomatisch und weiß genau, wo er hinschauen soll, wo ich in dem Moment bin. Überhaupt gar kein Thema, das läuft automatisiert. Oder ich gebe es ihm halt in die KI-Variante. Es wird einmal komplett analysiert, wo sind interessante Momente, wo sind interessante Bereiche, was könnte ich mir hier rausziehen. Und ja, ich kriege dann halt einfach was Fertiges angezeigt. Sekunde. Es dauert halt ein kleines bisschen, wenn das aber mal fertig ist, ist es halt wieder wie immer, ne? Ich habe was Automatisiertes, was vielleicht cool aussieht, was vielleicht auch nicht cool aussieht, was ein toller Effekt sein könnte, was kein toller Effekt sein könnte. Man weiß es in dem Moment nicht, aber zumindest einmal so Highlight-mäßig kriege ich was rausgepackt und das sieht ja mal gar nicht verkehrt aus, auch wenn in dem Shot halt nicht so viele Möglichkeiten mit drin waren. Das war einfach nur mal als Beispiel. Ich kann es KI-mäßig machen, ich kann es tracken lassen, ich kann es manuell setzen, 100% überhaupt gar kein Problem. Das ist jetzt in der App. Aus der kann man natürlich raus exportieren, machen, was man möchte. Ne? Man kennt das ja so ein kleines bisschen. Ich möchte es raus exportieren. Ich möchte da ein Schnittprojekt anfangen. Man kann auch so ein kleines bisschen schneiden, sowas in der Richtung. Hier im Bearbeiten-Modus kann ich die halt irgendwie so zusammenbasteln. Gibt es auch passende Vorlagen und so unglaublich viel Zeug, was halt eigentlich dafür gedacht ist, ne, hierher zu gehen und zu sagen, ich kenne mich nicht wirklich damit aus, aber ich will irgendwie was Cooles draus machen. Dann packe ich die Clips alle rein und habe normalerweise recht stressfrei ein passendes Ergebnis. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir das ein bisschen professioneller aufziehen wollen und das in einer größeren Dimension haben möchten? Zum Beispiel am Rechner in auch einer Variante, wo ich sage, wir haben es auf einem großen Monitor und nicht auf so einem kleinen Ding, wo man die Hälfte der Zeit nicht sieht. Das funktioniert. Schauen wir uns das an. Auf dem Rechner sieht diese Thematik jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben nicht mehr ganz so viel KI-gesteuertes Zeug, sondern bei uns ist jetzt eher so, dass wir ja eigentlich eine Variante haben, mit der wir sehr gut arbeiten können, aber schon ein kleines bisschen was machen müssen, was ich finde manchmal etwas nervig ist, weil du natürlich alles selber einstellen musst. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, die Kamera war halt in diese Richtung und es passt, sondern die Kamera kann ja in jede Richtung gehen. Es kann zum Teil natürlich dafür sorgen, dass wir jetzt ein bisschen was umstellen müssen. Ich habe jetzt mal beispielhaft einfach das paar Aufnahmen vom letzten Workshop hier mit reingezogen und wir haben jetzt hier zwei Modi, in denen wir bearbeiten können. Zum einen natürlich den Medienmodus. Im Medienmodus geht es einfach nur darum, ein Video reinziehen, ein Video bearbeiten, ein Video exportieren, dass man es benutzen kann.
Thema durch. Es gibt für manche Programme, wie zum Beispiel für Premiere, natürlich auch Plugins und theoretisch kann man die DNG-Dateien, die natürlich aus der 360-Grad-Umgebung rauskommen, auch in Lightroom öffnen, aber es ist ein bisschen schöner mit dieser Software, weil die natürlich alles richtig interpretiert. Aber ich zeige euch mal, was wir jetzt hier für Möglichkeiten haben. Ich gehe mal in den Projektbereich rein, das ist dafür da, um mehrere Videos zueinander zu verschneiden. Mache ich gerne, dass ich die einmal durchgehe und dann rausrendere, dass man die richtige Richtung hat, weil darum geht es ja jetzt, rauszufinden, in welche Richtung diese Videos überhaupt zeigen sollen. Machen wir doch einfach mal hier eins von den Videos rein und wir haben jetzt schon den Vorteil bzw. auch den Nachteil, dass es natürlich in 360 Grad alle Richtungen oben, unten, sonst irgendwas geht und wir jetzt aussuchen müssen, was natürlich die richtige Richtung für uns ist oder halt für das Video ist. So, können wir relativ easy machen. Wir suchen uns die richtige Richtung raus und drücken einmal Command oder Steuerung K. Jetzt setzen wir einen Keyframe und dieser Keyframe speichert den aktuellen Zustand. Das heißt, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, wir gehen mal von der so ein kleines bisschen weiter, da ist gar nicht so viel passiert und ich will jetzt von der einen Seite auf die andere Seite schwenken, das soll jetzt das neue Bild sein und ich drücke wieder K, dann wechselt er zwischen dem einen und dem anderen Keyframe hin und her und dreht das in dem Moment hier rum. Das muss man ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten, sonst wird das hier schnell sehr verwirrend und wenn man keine Keyframes setzt oder sie zu spät setzt, kann es auch sein, dass er einfach nicht weiß, was er anzeigen soll. Müssen wir ihm hier einmal mitteilen, dass es die Version, die halt notwendig ist. Jetzt haben wir neben den Keyframes noch ein paar mehr Einstellungen und klar auch automatisierte Dinge, wo wir uns eigentlich keine Gedanken groß drum machen müssen. Ne? Wenn ich jetzt hier hergehe und aus den anderen Workshop-Sachen ein bisschen was rausnehmen will, da habe ich, weiß nicht genau, was ich da ausprobiert habe, was ich da gemacht habe, ist ja auch vollkommen egal. Es bewegt sich auf jeden Fall was und der Shot ist nicht dauerhaft auf der Denise. Modell ist hier, das ist aber kein Problem, weil wir können hergehen und können hier ganz zu Anfang entweder aufwendig das Zeug alles selber reinsetzen oder wir holen uns hier das Deep Track Feature mit rein und kriegen auch hier wie auf der Smartphone-App vorhin angezeigt, dass das hier zum Beispiel einfach so draufklicken und trackt halt genau jetzt die Denise, weil es als Motiv erkannt wurde. Das sind dann jetzt nicht immer alle Sachen, manchmal möchte ich was anderes tracken, dann kann ich mir das einfach auswählen. Einfach drumherum gezogen, was getrackt werden soll, Deep Track starten und nicht davon irritieren lassen, dass es in dem Moment, ja, vielleicht etwas zugeschnitten und komisch aussieht, ne? Das ist überhaupt kein Thema. Er trackt hier einfach mal durch und wenn er fertig ist, sollte als fertiges Ergebnis zum Schluss, super, dass da Leute im Hintergrund vorbeifahren. Haha, egal. Aber er ist recht zuverlässig und kann das. Ja, okay. Das war dann wohl zu viel. Nichtsdestotrotz, alles durchgetrackt, alles überhaupt kein Problem und obwohl sich die Kamera hier so ein bisschen bewegt hat, wird sie weiterhin in der Mitte gehalten, bis es halt gar nicht mehr geht. Da sieht man jetzt im Übrigen auch die Problematik, die zum Teil entsteht, ne? Gerade an den Rändern vom Bild hat man halt sowas mit dabei, dass das Zusammenschneiden von diesen beiden Aufnahmen rundherum nicht 100% funktioniert, aber halb so wild. Soviel zum Thema Smart Track. Kann man natürlich auch manuell machen, wenn ich das möchte. Und ich habe die Möglichkeit, das auch so einzustellen, hier im Bildbereich, dass der Direction Lock aktiv ist. Dann wird er immer in eine Richtung zeigen, egal wie sehr ich mich rumgedreht habe. Ansonsten, ich drehe mich ja hier komplett einmal rum und er hat trotzdem erkannt, dass die Kamera eigentlich hierhin gehen sollte, weil er natürlich Beschleunigungs- und GPS und was auch immer für Sensoren alles verbaut hat, damit das in dem Moment einigermaßen gerade läuft. Das funktioniert relativ gut. Hier habe ich jetzt mal im Bildbereich noch paar, also wenn ich Direction Lock anmache, dann wird er dauerhaft vorne bleiben, egal was ich mache, er wird immer nach vorne filmen und wenn ich das ausmache, dann geht er halt mit, je nachdem wie ich mich drehe und bewege, wird er halt immer versuchen die Richtung zu halten. Das geht nicht immer 100%, aber zumindest mal recht gut. So, wir haben hier die Möglichkeit noch irgendeinen Linsenschutz noch mit reinzusetzen, damit das Stitching und das Morphing und sowas in der Richtung alles passt. Wir können hier auch nochmal die Stitch-Kalibrierung oder eine andere Variation davon verwenden. Manchmal ist besser, manchmal ist weniger gut, das muss man ein bisschen schauen. Es gibt auch solche Unterwasseransichten, Noise Reduction Versionen oder sowas in der Art, können wir ja auch alles anhaken, wie wir es brauchen, wie es notwendig, kann man ja mal testen, schadet ja in dem Moment nichts. Und hier ist nochmal was Professionelleres, um zu sagen, hey, ich hätte es gern ein bisschen heller, ich hätte gern ein bisschen mehr Kontrast drin und, Moment, ein bisschen mehr,
Farbe oder sowas in der Art, ne? Da gibt es auch noch mal Möglichkeiten, was mit reinzunehmen, einfach mal beispielhaft. Wichtig an der Sache ist eigentlich nur, die Möglichkeiten haben wir. Ich würde es hier vielleicht nicht nehmen, sondern nur das machen, was tatsächlich notwendig ist, uns eher rausrendern und dann später auf dem Rechner mit reinsetzen. Zum Beispiel hier exportieren. Und dann kann ich alle Videos rausrendern und kriege die dann halt hier irgendwie in DaVinci oder in Premiere oder sonst irgendwas mit rein. Wobei in Premiere könnte ich sie sogar selber bearbeiten. Wäre auch kein Problem. Also, grandioses Gerät, was unglaublich vielseitig einsetzbar ist, als Zweitkamera, als optionale Variante, Behind-the-Scenes, Action-Cam, whatever. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich davon spreche, kaufen sich's direkt zwei Leute, weil es halt schon eine schöne Spielerei ist. Ganz klar, es ersetzt die eigentliche Kamera nicht, würde ich auch definitiv nicht machen. Es ist ein cooles Gimmick, was du nebenher mitlaufen lassen kannst. Aber es gibt einen professionellen Kontext tatsächlich. Man kann das auch professionell einsetzen, sei es, dass man es irgendwie cool in ein Video rein integriert, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit mit diesen Teilen, mit der, wo haben wir sie denn? Hier. Auch virtuelle Rundgänge zu erstellen zum Beispiel. Dass ich sowas Streetview-mäßiges durch Gebäude mache oder sowas in der Art. Könnte man mit reinnehmen. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber die Grundlage ist theoretisch dafür vorhanden, weil es ja 360-Grad-Aufnahmen sind, braucht man nur eine passende Software, bastelt das in dem Moment zusammen und hätte was Fertiges, was man vielleicht als cooles Gimmick für irgendjemand mit reinnehmen kann, der sowieso auf der Suche nach 360-Grad-Aufnahmen, virtuellen Rundgängen oder sowas in der Richtung ist. Und wenn ich das mit der Kamera fotografiert habe, kann ich das ja auch damit fotografieren. Genau. Zum Teil muss man ein bisschen aufpassen, weil es mir jetzt schon oft passiert ist, dass dieser Stick unten sichtbar war, dass es manchmal vorkommt, dass du die Abstände nicht so 100% einschätzen kannst, was jetzt interessant aussieht und was nicht, weil das hier war, da war nicht so viel Abstand mit dabei und klar, näher an Gesicht daran, das ist nicht immer eine gute Idee, außer man macht hier sowas, das kann jetzt auch cool aussehen. Oh, why not? Egal, die Thematik ist, man muss ein bisschen aufpassen, man muss sie zu nehmen wissen, ein bisschen ausprobieren, aber es ist ein grandioses Werkzeug. Gerade durch die hohe Auflösung kannst du so unglaublich viel machen und wahrscheinlich wird man von diesen Teilen in nächster Zeit zumindest mal auf Social-Media-Plattformen, was ich, TikTok, Instagram oder sowas in der Richtung, deutlich mehr sehen. Und ihr werdet auch von mir, von diesem Gerät, deutlich mehr sehen, weil ich sie eigentlich dauerhaft im Einsatz haben werde, um irgendwelche coolen Behind-the-Scenes-Aufnahmen oder sonst irgendwas mit reinzunehmen, weil ich spare mir eine Person. Ganz einfach. So einfach ist es. Mit reinnehmen. Sieht cool aus. Checkt sie gerne aus und übertreibt das nicht beim Zubehör. Man braucht tatsächlich gar nicht so viel. Der zweite Akku ist eine ganz coole Idee. Ansonsten, ja, einfach mal gucken, wie man das kreativ einsetzen kann. Okay, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr mehr zum Thema Filmen, zum Thema Videobearbeitung oder auch zum Thema Fotografie lernen wollt, ne? Ich habe noch einen Workshop dieses Jahr, aber ich kann auch zum Thema DaVinci Resolve, jetzt gerade Videobearbeitung oder sowas in der Richtung, habe ich komplette Kurse, deswegen diese gerne auschecken. Ich habe sie unten drunter verlinkt, genauso wie das ganze Zubehör und die Kamera und was auch immer hier alles noch relevant ist. Checkt's aus und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich auch was Kreatives, dass man, ich habe ja schon ein Video komplett damit gedreht. Könnte man nochmal machen. Ja, mal schauen, mal schauen. Es sieht auf jeden Fall, es sieht immer lustig aus. Spätestens, wenn man sie mal hier so im Mund hat. Geil.